Es gibt zwei Arten von Designern. Es gibt die, die Angst haben, wegen KI ihren Job zu verlieren. Und es gibt die, die KI-Tools in ihren Workflow einbauen, um zum absoluten Tier in der Industrie zu werden. Naja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, gibt es auch Designer, denen es einfach völlig am vorbeigeht. Ob es KI-Tools gibt oder nicht. Vielleicht gehörst du auch zu der dritten Art. Egal, wichtig ist, dass du mir jetzt zuhörst. Denn egal, zu welcher Art von Designern du gehörst, wenn du dir KI zunutze machst, dann brauchst du dir nicht nur keine Sorgen machen, sondern du hebst dich auch von 80% der Designermasse ab. Du wirst schneller, kreativer und lieferst bessere Resultate, wenn du KI in deine Arbeit mit einfließen lässt. Ich arbeite ziemlich oft mit Designern und anderen Kreativen zusammen und in vielen Gesprächen, die ich letztes Jahr hatte, ist die Skepsis erstmal ziemlich groß. In vielen Fällen bringt der Geschäftsführer die Änderung rein und ein oder zwei Designer sind noch so ein bisschen skeptisch und denken, ja, okay, was sollen wir jetzt mit diesen Tools machen, wir sind ja Designer. Aber nach einer kurzen Zeit ändert sich diese Meinung. Wenn die Designer lernen, dass sie mit Hilfe von ChatGPT sogar Feedback sich einholen können, Hilfe beim Illustrieren von neuen Designelementen bekommen können oder um klassisch einfach Texte zu generieren, mit denen sie ihre Designleistungen noch höherpreisiger verkaufen können. Ein paar dieser Sachen haben wir im letzten Video besprochen. Heute möchte ich dir eine Reihe von meinen Lieblingsstrategien zeigen, die ich in vielen Sessions mit Designern und anderen Kreativen bereits verwendet habe. Geht es ja auch manchmal so, dass du bei einer Designarbeit einen frischen Blick brauchst, aber gerade ist keine Person da, die dir eine Rückmeldung geben kann? Falls du hier gerade innerlich Ja gesagt hast, dann wird dir ChatGPT sofort unter die Arme greifen können. Aber du brauchst für das heutige Video Zugang zu ChatGPT Plus. Das heißt, das ist die bezahlte Version, die kostet 20 Euro im Monat. Wenn du ChatGPT hast, wunderbar, dann kannst du direkt weitermachen. Und wenn nicht und du immer noch skeptisch bist, ob sich die 20 Euro lohnen, schau das Video unbedingt trotzdem an, denn dann wirst du sehen, wie wertvoll das ist, was ich dir jetzt zeigen werde. Und du wirst am Ende denken, 20 Euro sind ein absoluter No-Brainer, um das in deine Agentur zu investieren. Mit dem kostenpflichtigen ChatGPT Plus hast du nicht nur Zugang zu einem stärkeren Sprachmodell, sondern auch zu anderen Features, unter anderem GPT-4V. Also im Volksmund sage ich dazu ChatGPT Vision, denn in ChatGPT Vision bekommt ChatGPT ein paar Augen. Diese Augen können nämlich deine Designs betrachten und dir direkt Feedback in Echtzeit geben. Pass auf. Du kannst hier mit ChatGPT einfach einen Screenshot von deinem Design machen. Ich habe hier mal einen Screenshot von einem alten Entwurf gemacht. Der sieht mittlerweile ganz anders aus. Ich habe früher Design-Services zu einem Stundenlohn angeboten. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr, weil es nicht so gut skalierbar ist. Aber damals habe ich diese Webseite gebaut und sie einfach relativ schnell zusammengestellt. Und am Ende sah sie auch nicht so aus, wie du sie hier siehst. Aber für unsere Zwecke möchte ich das jetzt von ChatGPT mal analysieren lassen. Und du kannst hier im Chat direkt einen Anhang hochladen und dann fügst du einen Prompt hinzu. In dem Fall schreibe sowas wie, gib mir allgemeines Feedback zu diesem Design, was du hier siehst. Oder wenn du schon speziellere Sachen haben möchtest, dann frage nach speziellem Feedback oder gib bestimmte Leitfragen vor. Und wie du hier sehen kannst, ist das ein Teil des Feedbacks, was ich erhalten habe. Hier im ersten Abschnitt spricht er direkt darüber, deine Headline ist kreativ, könnte aber noch spezifischer sein, um sofort zu vermitteln, was dein Service genau tut. Oder hier im zweiten Punkt, Preismodellhervorhebung. Das heißt, er sagt mir hier, dass es noch nicht so sichtbar ist, wie es sein könnte, wenn ich von einem Preis spreche. Er gibt mir aber auch Hinweise über die Grafik. Die Grafik ist stilvoll und professionell, aber sie könnte die Dienstleistung noch direkter darstellen. Zum Beispiel könnte ein Bildschirm mit einem halbfertigen Design und einem Countdown-Timer den Druck und die Notwendigkeit für einen Backup-Designer besser illustrieren. Also er hat sich sogar die Illustration in der Hero-Section angeschaut und dazu Feedback gegeben. Ich finde, das ist extrem krass und super, super hilfreich. Also du hast hier jetzt ein sehr allgemeines Ergebnis, aber du kannst es auch super leicht anpassen, je nachdem, wie du deinen Prompt schreibst. Wir verwenden dafür einfach Leitfragen, um ChatGPT zu helfen, noch feineres Feedback zu geben. Um Feedback zur Komposition und zum Layout zu bekommen, könnten wir sowas fragen wie, sind die Elemente gut ausbalanciert? Oder zum Farbschema. Wie harmonisch ist das Farbschema in meinem Design und ist es geeignet für meine Zielgruppe? Oder zur Schrift.
Ist die Typografie in meinem Design lesbar und vermittelt sie die gewünschte emotionale Wirkung? Oh, was mir besonders gut gefällt, reflektiert mein Design aktuelle Designtrends? Oder gibt es Aspekte, die veraltet erscheinen könnten? Falls du da noch ein paar Ideen brauchst, dann kannst du ChatGPT auch einfach darum bitten, was für Fragen du stellen kannst, um Feedback zu geben. Ziemlich meta, oder? Jedenfalls können diese Fragen und viele, viele andere sehr, sehr viel abdecken, um dir umfassendes Feedback zu geben. Falls du ChatGPT 4 noch nicht benutzt hast, hast du jetzt vielleicht Blut geleckt und gemerkt, wie praktisch es sein kann. Was aber, wenn du noch enger mit ChatGPT zusammenarbeiten könntest und er sogar dein Unternehmen, deine Kunden und überhaupt dein Designlevel und deinen Background kennt? Ich zeige dir jetzt, wie ChatGPT dir wirklich maßgeschneiderte Tipps gibt, die nur zu dir passen und nur für dich funktionieren. Denn mit ChatGPT Plus kannst du dir deine eigenen GPTs erstellen. Was sind GPTs? Das sind eigene Assistenten, eigene Versionen von ChatGPT, denen du Dokumente geben kannst, Bilder geben kannst und alle möglichen Hintergrundinformationen geben kannst, wie Zielgruppen, Personas, Designtrends. Und hast du nicht gesehen. Die Möglichkeiten sind wirklich unglaublich breit. Falls du mein altes Video mal dazu geschaut hast, als die GPTs gerade rausgekommen sind, habe ich mir einen eigenen YouTube-Berater, einen eigenen YouTube-Content-Creator gebastelt. Ich habe ihn zum Beispiel mit meinen eigenen Statistiken gefüttert, mit meinen Analytics aus YouTube. So wusste er, welche Videos besonders gut performen, welche Videos gute Klickraten haben und welche Titel gute Klickraten haben, und so konnte ich mit ihm zusammen besser arbeiten und so kannte er auch meine Inhalte und konnte mir bessere neue Vorschläge für Videos geben. Und ich zeige dir jetzt, wie du das gleiche mit einem Designassistenten machst. Du gehst bei ChatGPT hier auf Explore und dann auf Create GPT. Jetzt kannst du entweder ganz bequem hier im Chat direkt einen eigenen Assistenten erstellen lassen. Dann machen wir das mal ganz kurz. Ich habe hier kurz eine Beschreibung eingetippt und einen Namen. Und ChatGPT hat mir direkt ein eigenes Profilbild generiert. Finde ich auch ziemlich nice. Aber die wirkliche Magie findet hier im Hinterzimmer des Baukastens statt. Und zwar unter Configure. Hier kannst du direkt hingehen, ohne den Chat zu verwenden. Aber wir können auch perfekt da jetzt einfach rein, nachdem wir schon gechattet haben und uns erste Informationen generieren lassen haben. Denn wichtig ist der Bereich Instruction. Also den Prompt, der im Hintergrund immer automatisch läuft und ChatGPT sagt, wie er sich verhalten soll, speziell für deinen Anwendungsfall. Also ChatGPT hat dir schon automatisch geschrieben, du bist Designassistent GPT. Deine Hauptaufgabe besteht darin, bei der Bewertung von Designs zu helfen und nützliche Tipps zu bieten. Zusätzlich unterstützt du bei verschiedenen Aufgaben im Bereich Design. Du sollst konstruktives Feedback geben, Verbesserungen vorschlagen und beim Ideenfinden helfen. Na, also so, das schreibt ja schon eine ganze Menge, die ich sonst so auch geschrieben hätte. Du kannst das Ganze jetzt natürlich noch viel mehr verfeinern. Falls du hier schon mit dem GPT anfängst zu arbeiten und du merkst, hey, es gefällt mir noch nicht ganz an Input, dann würde ich immer hier reingehen und Anpassungen machen und gucken, dass du hier bessere Ergebnisse bekommst. Und darunter hast du die Conversation Starters, also fertige Anfragen, die du bereits stellen kannst, ohne tippen zu müssen. Das ist ziemlich praktisch. Und hier kommen wir zum richtig spannenden Teil, und zwar Knowledge. Im Bereich Knowledge kannst du deine eigenen Dokumente hochladen. Also Personas, fertige Texte, Designtrends, bei mir waren es auch Daten, also Analytics. In deinem Fall wären das Designentwürfe, Designrichtlinien, Inspiration und Referenzen, ne, zum Beispiel verschiedene Designstile oder andere Beispiele, die für dein Projekt interessant sein könnten. Du kannst auch bisheriges Feedback einbauen, etwa Feedback von Kunden für das bestimmte Projekt. Du kannst auch Guidelines und Branding Guidelines hochladen und sicherstellen, dass die Designanforderungen stimmen und auch die richtigen Formate mit drin sind. Oder falls du sie entwickelt hast, Personas, die dein ChatGPT dann kennenlernt, um wirklich genauen Content für deine Personas zu erstellen. Unabhängig, ob du eigene Illustrationen machst oder Unterstützung brauchst mit ChatGPT, mit dem, was ich dir zeige, kannst du deine Arbeitszeit definitiv reduzieren und völlig ungeahnte Werke produzieren. Denn mit ChatGPTs hauseigenem DALL-E 3, also dem eigenen Bildgenerationstool, vergleichbar mit Midjourney, holst du dir einen eigenen Illustrator ins Haus. Der kann dir Inspiration geben oder komplette Vorlagen geben, je nachdem, was dein eigenes Level ist für Illustration. Kannst du hier unterschiedlich mit DALL-E 3 arbeiten.
Ich zum Beispiel kann nicht illustrieren, aber ich kann auf jeden Fall Illustrationen erstellen, die ich dann wiederum für Webdesigns verwenden kann. Das heißt, du kannst DALL-E 3 nutzen, egal ob du Illustrator, Webdesigner oder ein anderer Grafikdesigner bist. Erstelle folgendes Design für mich: minimalistische Flat-2D-Illustration von zwei Personen, die einen Kaffee trinken. Und guck dir an, was mir DALL-E 3 ausgespuckt hat. Junge, Junge. Und das ging jetzt definitiv schneller, als auf Envato Elements nach Illustrationen zu suchen. Oder probiere es mal mit folgendem Prompt aus. Gestalte ein Layout für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das Text und visuelle Elemente in einem einfachen und sauberen Design kombiniert. Thema: Künstliche Intelligenz. Das kann jetzt natürlich alles Mögliche sein an Themen, was auch immer gerade für dich relevant ist. Und wie du sehen kannst, sind die Ergebnisse nicht immer perfekt, aber du hast sehr, sehr schnell wirklich gute und solide Anhaltspunkte, mit denen du weiterarbeiten kannst. Je nachdem, wie gut du selber als Designer oder als Illustrator bist, kannst du diese Ergebnisse einfach als Vorlage nehmen oder als Inspiration und danach deine eigenen Illustrationen erstellen. Oder deine eigenen Designs darauf erstellen. Oder probier das folgende mal aus. Wenn du das letzte Video von mir geguckt hast, dann kennst du vielleicht schon die Bierbrauerei, von der wir letzte Mal gesprochen haben. Und jetzt machen wir ein Poster für genau diese Bierbrauerei. Erstelle ein Poster über eine lokale Bierbrauerei in Köln. Es richtet sich an junge Menschen, die in der Stadt leben und zur oberen Mittelschicht in der Gesellschaft gehören. Verwende spezifische Designstile und Trends. Wie du also siehst, habe ich jetzt hier Zielgruppe mit eingegeben und auch das Produkt mit erwähnt. Und so habe ich ChatGPT schon mal einen guten Anhaltspunkt gegeben, um Designs für mich zu erstellen. Und das ist das Ergebnis. Junge, Junge! Also wenn das jetzt mal nicht schon ein super Anhaltspunkt ist, wenn ich sogar schon ein Design, was ich einfach so als Mockup nehmen könnte, um meinem Kunden schon mal einen ersten Aufschlag zu machen. Stell dir vor, ich habe ein Briefing von einem Kunden bekommen und innerhalb von wenigen Stunden schicke ich ihm schon so einen Mockup. Das wäre doch brutal, wenn du so schnell schon eine Idee einfach liefern kannst. Vor allem, wenn es schon eine so solide ist wie diese hier. Und es gibt einige Designer, die ich kenne, die ungern mit eigenen Fotos arbeiten und ein Profilbild von sich auf der Unternehmensseite hochladen möchten. Und in dem Fall kannst du DALL-E 3 nutzen, um eine Illustration von dir und von deinem Team erstellen zu lassen. Schau mal, erstelle ein illustriertes Profilbild einer blonden Designerin mit grünen Augen. Und natürlich, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Hier würde ich einfach darauf achten, dass du die wichtigsten Elemente einfach beschreibst, wie zum Beispiel: hast du rote Haare, dann schreibe rote Haare mit rein, hast du grüne Augen, trägst du eine Brille, hast du kurze braune Haare. Hier hast du unendlich viele Möglichkeiten. Was ich sehr gerne verwende, ist den Zusatz 2D Flat Illustration. Damit bekomme ich so Ergebnisse wie diese hier und ich finde, die sehen schon total charmant aus und sorgen für coole Bilder. Hier probiere auf jeden Fall aus, was für einen Stil du haben möchtest. Und wenn du einen Stil gefunden hast und noch mehr an diesem Stil produzieren möchtest, dann frage nach der Seed-Nummer von dem letzten Ergebnis und verwende die Seed-Nummer, um weitere Bilder zu produzieren. Das ist nicht immer hundertprozentig perfekt und du musst dir auf jeden Fall eine Weile experimentieren. Und besonders wenn du viele Bilder generieren möchtest mit vielen Teammitgliedern, dann könnte das ein bisschen tricky werden. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und es kann dich davor bewahren, Fotos von dir und deinem Team hochladen zu müssen. Ich glaube, du hast jetzt schon mal den Dreh raus. Falls du übrigens noch mehr persönliche Unterstützung brauchst, dann kannst du auch gerne einen Coaching-Call mit mir vereinbaren und dann gucke ich mir genau an, wie ich dich unterstützen kann in deiner Agentur oder in deiner kreativen Arbeit mit der Hilfe von ChatGPT oder auch DALL-E 3 und Midjourney. Möchtest du noch mehr Content in der Richtung? Dann schau dir dieses Video hier an. Es wird dir, glaube ich, gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns in der Zukunft. Ciao, ciao.